Willkommen beim mobilen grafischen Aufmaß für Flachdächer. Hier für das Betriebssystem Android. Links ist das Zeichenfeld, hier werden die Räume erfasst und rechts notwendige Hilfsbutton. Zunächst koppeln wir das Tablet mit unserem Lasermessgerät. Das geht relativ schnell über die Bluetooth-Schnittstelle und unser Button ist blau unterlegt, also Verbindung gelungen. Schauen wir uns zunächst einmal die Einstellungen von OptiAufmaß an. Hier legen Sie Ihr Gewerk fest und aktivieren, was auf dem Display angezeigt werden soll. Besonderheit bei den Leisteneinstellungen für den Dachdecker: die erste und die zweite Leiste müssen auf bzw. Abkantung sein. Die gezeigten Werte sind meine Fantasiewerte, die jederzeit geändert werden können. Das zeige ich Ihnen gleich. Starten wir mit neues Projekt. Bauvorhaben unbedingt ausfüllen. Unter diesem Namen wird das Projekt gespeichert. Die restlichen Felder können Sie, müssen Sie aber nicht ausfüllen. Für die Erfassung der Flächen unterscheiden wir zwischen Standard, einfach rechteckig oder individuell. Also mit beliebig vielen Ecken. Wir nehmen einen Raum mit vielen Ecken. Das Kreuz ist der Startpunkt und wir sagen nach rechts. Mit dem Laser messen und der Wert wird automatisch übertragen. Eine weitere Wand nach rechts unten, den Pfeil aktivieren und den Wert vom Laser übernehmen. Für unser Beispiel lassen wir den Winkel wie er ist und fertig ist die nächste Wand. So, die nächste Wand nach unten, der Pfeil ist aktiviert und der Wert kommt wieder vom Laser. So wird Wand für Wand übernommen. Folgen Sie einfach ganz kurz den Bildern. Ich halte mich einen Moment zurück. Natürlich können die Werte auch manuell über die Tastatur eingegeben werden. Für die vorletzte Wand habe ich einfach einen Fantasiewert eingesetzt, weil wir brauchen eine geschlossene Linie und mit Raum schließen, rechten Winkel machen, ja. Das Ergebnis sehen Sie sofort, noch eben den Flächennamen oder die Bezeichnung eingeben. Ups. Verschrieben, aber das kann man ja später noch korrigieren. Schauen wir uns jetzt erstmal das Aufmaß an. Wir wählen Projekt und dann Aufmaß. Die Unterteilung in prüffähige Teilflächen macht OptiAufmaß. Unten drunter die Auflistung der einzelnen Flächen sowie der Aufkantungen. Auch an der Raumskizze werden die Aufkantungen dargestellt. Aufmaß nicht zu prüfen, gibt es nicht mehr. Die voreingestellten aufziehen jetzt, wie man das ändert. Wir wechseln zu Projekt und dort Raum bzw. Fläche bearbeiten. Ein Tipp auf dieses Symbol und anschließend ein Tipp auf eine der Wände. Eine Auswahl, welche Wände geändert werden sollen, eine einzelne Wand oder mehrere. Den Wert eintippen. In unserem Fall von 0,50 auf 0,44. Der neue Wert wird links bei der Aufkantung übernommen und wir wollen dies bei allen Wänden machen. Schauen wir uns das geänderte Aufmaß an. Wir wählen Projekt und dann Aufmaß. So, das war's. Die Aufkantungen sind alle geändert und damit das Gesamtergebnis neu durchgerechnet. Zum Schluss zeige ich Ihnen, wie Einfassungen gehandelt werden. Diese können eckig, kreisrund oder oval sein. Starten wir mit einer eckigen Einfassung. Das kann zum Beispiel eine Lichtkuppel sein. Startpunkt ist das kleine Kreuz links in der Skizze. Zunächst nach rechts und dann den Wert eingeben. Linie nach unten. Diese Einfassung wird quadratisch, eine vorletzte Linie nach links und mit der Taste Escape die Fläche schließen. Noch eine Bezeichnung für die Fläche eingeben und wenn Sie möchten,
können Sie jetzt im Bearbeitungsmodus per Finger diese Fläche an genau die Position schieben, wo sie sich in der großen Dachfläche befindet. Das mit dem Finger ist oftmals nicht so ganz genau. Hier rechts können Sie noch einmal manuell korrigieren. Eine kreisrunde Einfassung, etwa ein Wasserablauf. Dazu klickt man auf dieses Halbkreissymbol. Links erscheint das Kreuz vom Startpunkt. Und in diesem Fall werden wir nach dem Durchmesser gefragt. Den entsprechenden Wert eingeben und mit einem Tab auf dieses Symbol wird der Kreis geschlossen. So, noch eine entsprechende Bezeichnung eingeben und wie vorhin schon einmal gezeigt, mit dem Finger können Sie diesen Abfluss an die entsprechende Position schieben. Und noch einmal die Möglichkeit der zentimetergenauen Korrektur für den späteren Ausdruck. Wir wechseln noch einmal zum Aufmaß. Dies ist automatisch aktualisiert worden. So sauber und ordentlich kann es später ausgedruckt werden. Hier sehen wir, dass auch den Einfassungen Aufkantungen zugeordnet wurden. Auch das lässt sich natürlich leicht korrigieren. Wechseln wir deshalb nochmal in den Bearbeitungsmodus. Wieder ein Tipp auf das Leistensymbol und dann auf die Einfassung, die wir ändern möchten. Und diesen Wert ändern wir nun und setzen ihn auf 0. Schauen wir uns das nun im Aufmaß an. Automatisch geändert. Genial, oder? So, das war's dann auch. Weitere Informationen, technischen Support, Hotline finden Sie unter der angegebenen Adresse.